Moin meine lieben Leute und damit willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, wir neigen uns langsam dem Ende der Saison zu. Haben insgesamt noch 5 Spiele, heute haben wir wieder 3 vor der Brust. Dortmund 2 haben wir, Wuppertaler SV und Hallische FC, wir gucken mal. Dortmund 2 steht auf 8. Wuppertal auf 14 und Hallischer FC steht auf 13. Wir können ja mal kurz in den anderen Liga-Phasen, also in den anderen Ligen mal gucken, wie es da so aussieht. Ja, Stuttgart ist fast Meister. 9 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. 3. Union, 4. Gladbach, 5. Leipzig, 6. Wolfsburg. Auf die Abstiegsplätze Augsburg, Freiburg und Darmstadt. Bayern München nur auf 12, da ist schon krass, Dortmund auf 8, heftig, was da abgeht. In der zweiten Liga haben wir den HSV auf 1, auch 9 Punkte Vorsprung auf Karlsruhe, aber die steigen auch auf. Die haben 13 Punkte Vorsprung, kann den keiner mehr nehmen. 12 Punkte sind noch zu holen, ey, warte mal. Ne, 5 Spiele, doch, können sie doch noch versemmeln, aber ich glaube nicht. Bei 13 Punkten Vorsprung, Schalke auf 3. Ja, für die wird es noch eng. 2. Karlsruhe. Ah ja, schauen wir mal noch, was noch passiert. Elversberg auf 15, 16. Rostock, 17. Magdeburg, 18. ist Kiel. So, hier kennen wir die Tabelle. Ne, Abstiegszone, Ferl, Cottbus, Zwickau, Meppen. Jetzt gucken wir mal in der dritten Liga Süd. 18-60 auf 1, 2. ist Mannheim. Da wechselt ja der Dings hin. Der Teuerkauf, meine ich, nächste Saison. Bin mal gespannt, ob er abgewertet wird, ne? Da bin ich echt mal gespannt. Auf die Abstiegsplätze, aber ist ja auch noch nicht safe, dass die aufsteigen. Auf die Abstiegsplätze Jena, Aschaffenburg, FSV Frankfurt, da ja... Ah, nee. Ah, Mist. Ne, der Dings wechselt doch dahin, der Berisha. Irgendeiner wechselt da auf jeden Fall hin. Ich hoffe, der wechselt auch wirklich dahin. Auch wenn die absteigen sollten. Deswegen, ich hoffe, dass die sich noch retten, irgendwie FSV Frankfurt. Regensburg auf 18. So, hier sehen wir die Premier League. Boah, Arsenal 17. ey. Was ist denn da los? Ey? Chelsea auf 9. Wolverhampton auf 1. Manchester United auf 3. Man City auf 7. Dann haben wir noch die Serie A. AC Mailand, Juve, Inter, Neapel. Bologna, Turin, Salernitano und Empoli sind auf dem Abstiegsgleis. Ja, Salzburg auf 1, Alltag ungleich, Rapid Wiener auf 8, ey. Krass, Sturm Graz auf 3, BSG Tirol ist letzter und dänische Liga, erstes Kopenhagen, FC Kopenhagen, Odense Bold Club und Lyngby sind auf die Abstiegsplätze. Ah, da steigen 2 ab, okay. Oder ist da auch wie so eine, nee, ist nicht, ne, wie so eine Relegation. Okay, ja, wir haben jetzt erstmal ein paar Einzelgespräche. Hennings haben wir jetzt auch mal auf der Transfersliste gepackt. Weil, wie gesagt, das ist mir zu große Chance, dass er abgewertet wird. Klar, der kann auch noch wegen der Form. Ne? Aber wegen der ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wegen Anzahl Tore, weil ich weiß nicht, ob die mindestens 10 schießen müssen. Da bin ich mir halt sehr unsicher. Naja. Wir gucken einfach mal. Weil wie da so die Auf- und Abwertung aussieht wegen Anzahl der Tore, da bin ich mir halt immer unsicher. Ne? Wer das genauer weiß, kann mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie das da abläuft mit dem Anzahl Toren. Wann kommt die Folge jetzt raus? Warte mal. Am Freitag, ne? Ist diese Folge. Bin mir jetzt unsicher. Wie gesagt, ich habe schon, wo ich am Anfang gesagt habe, dass ich jetzt vorab aufnehmen muss, da habe ich, glaube ich, schon einen Dreher gehabt mit den Tagen, wo die Videos rauskommen. Aber ist auch nicht schlimm. In diesem Sinne, wir machen weiter. So, Hennings. Ah, Form 10 hat der, ne? Ah. Bei der Wahl der Stadträte ist ein großer Fan ihres Vereins mit großer Mehrheit gewählt worden. Das könnte sich auch bei Bauvorhaben sehr günstig auswirken. Okay. Haben wir aber zurzeit nicht.
So, Leipzig ist weiter. Ja, Rückspiel haben die auswärts gespielt, damit müssten die weiter sein. Haben in der Verlängerung noch eine Bude erzielt. Stand erst 0-0 anscheinend in der Verlängerung. Kopenhagen ist raus. Das heißt, Leipzig und Lissabon sind im Finale. Hier ist im Finale Real Madrid und Bergamo. Oder? Doch Bergamo, ne? Ja. Leipzig gegen Lissabon und Bergamo gegen Real Madrid. So, wir loben die Jungs erstmal. Ja. Freundin von Berisha hat sich getrennt. Das geht natürlich nicht spurlos an ihm vorbei, ne? So. Ja, Dortmund 2 ist jetzt stärker, ne? Sollen wir den Brodersen trotzdem spielen lassen? 3 Spiele braucht er noch, ne? Wuppertal, Halle, Zwickau, Duisburg. In unsere nächsten Gegner. Zumak spielt auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. 3 Einsätze. 2x11 des Tages ist er schon. Sehr gut. Aber was wir machen können, ist Monamay dafür in der Abwehr. Als Libero. Damit wir ein bisschen stärker sind. Dieser Brodersen lasse ich jetzt spielen. Ob das jetzt taktisch unklug ist oder nicht. Brisewatsch, der kommt erstmal raus. Der hat genug Einsätze gehabt. Man könnte dann den Montero spielen lassen. Ach. Nee, lasse ich jetzt nicht. So, Graudenz kommt dann wieder auf die Bank. Obwohl Brisewatsch ist besser, ne? 4,7. Ja. Okay. Dursun ist Risiko. Noch. Konditionell, wie sieht's da aus? 35 hat der. Ja, kriegt auf jeden Fall eine Sonderschicht, ne? Milaisch, 7 Einsätze. Bin am Überlegen, Steinhagen, ne? Der ist eigentlich auch ganz gut gewesen. Ne? Jetzt kommt aber ein Fleckmann, ne? Das ist halt nicht so toll. Berisha, ja, der wechselt nach Frankfurt. Aber die Frage ist, wenn sie absteigen, glaube ich eher weniger, ne? Ja, sonst lassen wir alles. Bleibt alles. Man könnte ja den Steinhagen trotzdem mal mitnehmen. Ja, das können wir alles so lassen. 2385 Zuschauer, 106 sind von uns mitgereist und Sebastian Vettel tippt ein 0 zu 3 auf uns. Wir spielen kontrolliert offensiv, okay. Eberwein hat gelb bekommen. Gelbe Karte für Brodersen wegen Foulspiels. Er darf bloß keine gelb-rote bekommen, oder eine rote. Er braucht noch seine Einsätze, der Junge. Ja, landet am Ende im Seitenaus. 0-0 zur Halbzeit. 2 zu 2 Chancen. Ja, Guttau spielt, macht kein gutes Spiel. Wird kritisiert. Gelobt Besserung. Und wir sagen. Gelbe Karte für Ifeadigo. Warum? War nicht zu erkennen. Gelbe Karte für Schwede wegen eines harmlosen Foulspiels. Steinhagen, kommt mal rein. Oh, der kommt sogar an. Sehr gut. Fiadigo ist zu schnell. Torwart kommt raus und nimmt den Ball vom Fuß. Ah, schade. Ah, bitter.
bitter. 1-0. 1-0. Sollen wir offensiv wechseln oder sollen wir... Ja gut, ich habe jetzt schon den Steinhagen gebracht. Ne? So offensiv habe ich jetzt noch... Steele könnte noch... Kann einer noch im Sturm? Nee, ne? Nee. Härtner kommt erstmal für Schwede rein, wegen gelbem Karton. Ja, wir machen das so. Cordes kommt nochmal rein. Wir spielen so kontrolliert jetzt offensiv. Nochmal offensiv. Aber wir machen direkt Brechstange. Ja, das sollte die Entscheidung gewesen sein. Ja, 2-0 verloren gegen Dortmund, die zweite. 6-3 Chancen. Bester Spieler war Julian Hedwar. Spielwertung 4. Naja, schade. Schade, schade. Wir landen damit jetzt auf Platz 5. Wieder. Ja, schade. Dresden verliert 3-0 gegen Duisburg. Ja, wäre schon schmackhaft gewesen, wenn wir gewonnen hätten, ne? Aber okay, so. Monamay ist wieder in der Elf des Tages. Lautern möchte uns haben. Platz 13. Auch eine gute Adresse, ne? Ja. Friedel wechselt von Bremen nach Dynamo Kiew. Lenker von Bremen nach Djurgårdens IF. So, Hennings wird umworben. Alles klar. Wir spielen gegen Wuppertal. Wir gucken. Warte mal, ist noch irgendwie ein Stürmer? Tag muss auslaufen. Ja, Timo Werner, ne? Stärke 9 war der. Gradkov, ah, Serbe. Ne. Ach hier, das habe ich nie eingestellt. Ah, guck mal, da sind ein paar. Schnellbacher. Thiele. Gaida, Stärke 2. Pieper, Stärke 3. Alla. Wir wechseln halt alle, ne? Hm. Geldgeier. Naja, wechselt nach Frankfurt. Ist halt die Frage, ne, ob er wirklich wechselt, ne? Weil die wahrscheinlich absteigen, der kommt zu uns, ja. Skenderovic. Er hat kein einziges Spiel gemacht, ne? Sitter ist Allrounder. Stärke 2 aber nur. Pieper. Niesig. Lafernal. Na gut. Eine Million. Könnte man sich mal gönnen, ne? Leichtfuß, Schusskraft und Spielübersicht, ne? Eine Million. Kein Talent. Aber dafür jetzt eine Million auszugeben, Bratislava spielt der, ne? Naja, wir lassen das erstmal. Dann spielen wir in der nächsten Saison mit dem Windsheimer und mit dem Dings wahrscheinlich.
Winsheimer und den Dursun oder je nachdem vielleicht auch Fernandes. Da kann auch sein, dass wir den hochziehen. Deswegen, ich bin echt am überlegen, ob wir den doch hochziehen, ne, am Ende der Saison. Ja, ich bin am überlegen. Weil soll man den jetzt hochziehen und seine Form im Griff ein bisschen bekommen? Ich bin am überlegen. Dass der vielleicht Stärke 5 wenigstens wird. Weil nach Einsätze geht ja nicht. Aber komm, wir machen das kurz vor Ende der Saison. Wir ziehen den doch hoch. Ne? Obwohl, nee, Kader ist voll. Ne? Ich glaube, das geht gar nicht. Müssen wir doch erst nächste Saison. Am Anfang der Saison und dann hoch pushen. Ne, der ist ja jetzt schon mal Stärke 4. Wir können hoffen, dass er vielleicht noch in der Zeit jetzt auf Stärke 5 aufgewertet wird. Irgendwie, dass er sich stark verbessert. So, Hennings wird umworben, genau. So, hier machen wir erstmal ein paar Gespräche. So, Schwede. Weidlich. Feuerkauf. Steinhagen. Oh, Dursun ist noch Risiko, ne? Da werden wir wahrscheinlich auch den Vertrag verlängern. Ich bin jetzt am überlegen, ob wir den Vertrag wirklich verlängern von Dursun auf 2 weitere Jahre. Oder auf 3 oder so. Bin da echt am überlegen, ja. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Den packen wir jetzt mal raus, ja. Streichen wir jetzt. Die anderen können auch gehen. Von mir aus. Brodersen bleibt jetzt erstmal. Das war Geldgeier, aber gucken, vielleicht kriegen wir den noch ein bisschen aufgewertet. Ne, 20 Jahre jung. Ne, 3 Einsätze hat er bis jetzt. Nicht sein viertes. Ja. Vorstandsvertrauen 87%. 45.000. 40.000 dafür, dass der Hennings auch noch Geld bekommt. Ich glaube, 20.000 war das. Sollen wir das Risiko eingehen, ey? So, dass der vielleicht abgewertet wird? Das ist mir viel zu wenig für den. Nee, die bieten. Nee. Nee. Nee, nee. Aber im englische Woche, genau. Stimmt. Aber bei Hennings ist auch die Form gerade, ne? Die Form, ey. Zur Not spielen wir auch nächste Saison mit dem Hennings, ne? Wenn er jetzt kein gutes Angebot bekommt. Ich sag mal so, unter 100.000 ist schon, weiß nicht. So, wie sieht es mit Dursun aus? Ja, der kann auf jeden Fall auf der Bank schon mal, das ist schon mal was. Ja, ich würde auch sagen, der spielt auch von Anfang an eine, ja, 37 Kondi, reicht das, ey? Ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, Brodersen spielt auf jeden Fall. Zumak spielt auch. Härtner kommt da noch rein, würde ich sagen. Cordes. Der Steinhagen kommt auch mal von Anfang an rein. Ja, dann passt das schon. Dann passt das schon. Koffi kommt mal auf die Bank. Ja. Okay. Machen wir das so. ...2834 Zuschauer, 53 sind aus Wuppertal mitgereist. Franziska van Almsick tippt ein 3:5 für Wuppertal.
Gelbe Karte für Cordes, nachdem er seinen Gegenspieler umgeschubst hat. Ah, schade. So, jetzt Eckball für uns. Schade. 0-0 zur Halbzeit, 1-0 Chancen. Monamé macht ein gutes Spiel. Wird auch gelobt. Wir sagen mal nichts. Olli kommt mal für Efiadigo nochmal rein. Ich habe Karte für Weidlich wegen absichtlichen Handspiels. Maiolo kommt mal für Teuerkauf. Und Frische ist gut. Jemand irgendwie mit miserabler Frische? Ja, Stehle gerade, ne? Voll die Stehle. 63. Machen wir so. So, jetzt nochmal Einwurf durch Maiolo. Vielleicht machen die daraus noch einen Treffer. Ja, schade. Podolski nochmal mit einer Chance gehabt. 4-1 Chancen. Bester Spieler war Zumak. Unser Keeper. Spielbewertung 5. Schwach. Zumak mit der 2,5. Also, der Zumak ist richtig stark. Muss ich sagen. So. Wir bleiben weiterhin auf Platz 5. Ist aber so, wenn wir am Ende auf Platz 3 landen, würde mich das schon freuen. Aber auch 4 und 5 ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Bielefeld gewinnt 4-1 gegen Aue erstmal. Aber Münster verliert nur 2-1 gegen Zwickau. Krass. Ja, deswegen ist heute Münster jetzt auf 2. Dresden ja, gewinnt 1-2 gegen Cottbus. Ja, noch ist nichts safe, ne? Was den Aufstieg betrifft, Absteiger, steht da schon mal fest? Nee, noch nicht ganz. Auf jeden Fall Zwickau und Meppen stehen fest. Die beiden sind auf jeden Fall abgestiegen. Cottbus und Wuppertal können sich noch retten. Aber müssen sie natürlich auch Siege einfahren. In der Elf des Tages immerhin der Monomay wieder. So, Weidlich. So, wird gelobt. Steinhagen wird auch gelobt. So. Wir lassen den Steinhagen aber wieder drin, würde ich sagen. Wie gesagt, ich hoffe... Ja, ich glaube, die Einsätze kriegen wir gar nicht mehr hin, ne? Ach doch, 3 Spieler haben wir noch. Damit der auch nicht abgewertet wird, der Steinhagen. Wir versuchen einfach die Leute, die jetzt... Also manche von denen, die Leute, die nicht gehen, dass wir da erstmal versuchen, dass wir... die so zu so bringen, dass sie nicht abgewertet werden. Dursun hat sowieso viele Einsätze, 14 Stück. Ja, Steinhagen lasse ich jetzt drin. Ich werde aber Schwede reintun, ja, damit wir ein bisschen stärker werden. Brodersen, wie viele Einsätze hat das? Ist ja jetzt 4, 1 brauchst du noch. Ich kann den auch auf dem Ersatzbank packen, ne? Und dann, dass er von da aus reinkommt. Geht auch. Nochmal überlegen. Holdi könnte noch spielen, ne? Ah, der ist drüber dann. Das ist drüber. Aber nicht, wenn wir Maiolo dann da reinpacken. Dann passt's wieder. Ja, dann passt das. Gut. Wartet. Ja, können wir auf Rau lassen. 2640 Zuschauer. 95 sind von uns mitgereist. Jürgen von der Lippe tippt 2-2. So, Halle direkt mit dem Eckball. Aber der landet direkt hinter das Tor. Ah.
Und jetzt kommt Hallesche nochmal. Man landet auf dem anderen Ball, auf dem anderen Flügel. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist hier welche aus der Dortmund 2 Jugend, so aus der zweiten Zone von Dortmund vielleicht oder so mal. Ja. Sauber, Monome. Sehr gut. Ja, Hallescher FC mit sehr vielen Textpassagen auf jeden Fall. Gelbe Karte für Schwede wegen Reklamierens. Gelbe Karte nach einem Allerweltsfoul. Schwede und Steinhagen, ne? So, 0-0. Zumak hat auch Geld bekommen. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Einzelgespräch. Dann machen wir Zumak, ne? Loben. Gelbrote für Steinhagen. Das heißt, er kommt nicht auf seine 5 Einsätze. Mist. Wegen der Gelbroten. Boah, Maiolo, ne? Der spitzelt oft den Ball weg. Mit dem Steinhagen ist jetzt mies, ne? Na komm, dann nehmen wir wenigstens das 0-0 mit. Würde ich sagen. Vielleicht gewinnen wir auch dadurch. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine Chance. Mit Weidlich. Na, teuer Kauf. Ja, zu weit. Landet im Seitenhaus. Aber wir spielen 0-0. Hier zu allen Chancen. Also Halle war schon die bessere Mannschaft. Bester Spieler war Weidlich. Spielwertung 5. Schwach. Ja, Zumak. Weiß jetzt nicht, warum der eine gelbe bekommen hat. Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Wahrscheinlich entweder war das in der Textpassage drin oder das ist einfach so aufgeploppt. Kann auch sein. Ja, wir landen damit auf Platz 6 sogar. Sind ein bisschen abgesackt. Zwei Spiele haben wir ja jetzt noch vor der Brust, oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Boah, Dortmund 2 gegen Oldenburg. 4-4. Heftig. Münster spielt 1-1 gegen Duisburg. Dresden gewinnt 3-1 gegen Meppen. Also Dresden ist aufgestiegen auf jeden Fall schon mal. Obwohl, nee, doch nicht. Bielefeld kann. Schwierig, ne? Münster, ja, die können auch noch absacken. Also die können auch noch das vergurken. Zumak und Weidlich sind in der Elf des Tages. Sehr schön. Alhinda vom Fulham nach Barcelona. Ratschitter Basie und Basik. Wechsel von Lazio Rom nach Fürth. So. Hennings wird nochmal umworben. Alles klar. Wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann die letzten beiden Spiele gegen Zwickau und gegen MSV Duisburg. Ja, Meisterfeier ganz bestimmt nicht, ne? Saisonabschlussfete möchte ich gerne machen. Oder ist das hier erst? Ja, das ist hier. Alles klar, dann machen wir das auch. Ja, Steinhagen. Weiß nicht, was du da
vorhattest. Das ist meine Geldstrafe. Und der Schwede. Auch wenn er vielleicht nicht rechtfertigt. Ah doch. Das hat geklappt. Sehr gut. So, Ruben Hennings wird nochmal umworben. Der kriegt trotzdem... So, Hennings. Zählt das auch, wenn er verletzt ist? Wenn man den aufstellt? Ich weiß es nicht. Ich will mich das ja jetzt auch nicht mit dem verscherzen. Aber wir können... Aber komm, wir probieren es. Ne? Außer der wechselt jetzt, ne? So, Wochenüberblick 219.000 Miese. Ja, zwei Kunden. Was sagt die Gewinnspanne? 1,5 Millionen, ne? Ja, normalerweise könnten wir uns doch den Krüger holen, ne? Ja, wer weiß, ne? Aber gut, liebe Leute, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Nur noch die zwei Spiele und dann, ja, ich bin nicht am Überlegen, ob wir die Winterpause, die Saison durchmachen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Dass wir die Saison dann durchmachen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.